Hallo und herzlich willkommen bei An der Bar mit Dennis Scheck, dem bekanntesten Literaturkritiker Deutschlands. Herr Scheck, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind tot, ja, das ist kein Verdienst. Eben, alle tot, Sie sind der Einzige, der noch lebt. Möchten Sie was trinken, Herr Scheck? Aber sehr gerne, ja. Was denn? Naja, ich halte nichts von Leistungsdrogen, von Sekretärin, deshalb keinen Kaffee, sondern ich hätte gerne ein Weizenbier, bitte. Ein Weizenbier, dann schließe ich mich doch insofern an, als dass ich auch ein Bier nehme, ein Pilz bitte für mich. Sehr gerne. So, Herr Scheck, Sie sitzen hier mitten in der UNESCO City of Literature, der einzigen UNESCO-Literaturstadt Deutschlands. Können Sie das nachvollziehen, dass Heidelberg diesen Titel geholt hat? Das ist für mich das Einfachste, weil es ist einfach die profunde Literaturkenntnis der UNESCO, insbesondere der deutschen Literatur, die Heidelberg diesen Claim to Fame eingetragen hat. Denn keine andere Stadt kann ja von sich behaupten, die Geburtsstadt Ernst Jüngers zu sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass die UNESCO-Entscheidung nur mit der Größe und Zärtlichkeit Ernst Jüngers, der Brillanz seiner Prosa zu tun hat, den Autor der Stahlgewitter, wollte man dadurch mal wieder ins Rampenlicht rücken. Verstehe. Aber kennen Sie denn auch einen lebenden Heidelberger Schriftsteller? Naja, also es gibt hier immerhin den Verlag Das Wunderhorn und es gibt Hans Till, der mir doch viel bedeutet hat. Es gibt, der wohnt nicht weit von Heidelberg weg, es gibt Martin Schimek, den ich für ziemlich unterschätzt halte. Und es gibt schon noch so zwei, drei, die mir einfielen. Wilhelm Genazzino hat ja leider der Stadt den Rücken gekehrt, aber lange, lange pilgerte man natürlich auch Wilhelm Genazzinos Willen nach Heidelberg. Und haben Sie schon mal etwas von den Heidelberger Literaturtagen gehört? Ich glaube, von denen habe ich auch schon gehört. Jetzt muss ich mal aus meinem Herzen eine Mördergrube machen und in mich forschen, ob ich da schon mal zu Gast war. Meines Wissens nicht. Das ist aber Zeit. Ja. Das ist eine Schweinerei. Ein Festival, wo ich noch nicht war. Also das ist Herr Scheck, Sie sagen es. Da kommen unsere Getränke. Sie sagen es. Lassen Sie uns kurz anstoßen. Die Literaturtage, da ist es so. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank. Das ist sehr freundlich. Darf ich übrigens an der Stelle auch mal sagen, wir sitzen hier nämlich im Europäischen Hof und wenn man viel reist, wie ich in Deutschland, dann ist man so froh, wenn man noch so familiengeführte Hotels hat. Das sind keine seelenlose Wohnmaschinen, sondern allein deshalb ist mir Heidelberg immer einen Besuch wert. Außerdem habe ich hier mal eine Entdeckung gemacht, ich konnte es nicht fassen. Ich war hier mal mit einer Co-Autorin und ich habe ja so ein Sparren ein bisschen, ich interessiere mich fürs Jagen. Und da war ein Jagdgeschäft und wir gingen da rein und fanden in diesem Jagdgeschäft eine junge Designerin, die unter dem Namen Tussi Deluxe unheimlich pfiffige Mode macht. Und ich dachte, eine Stadt, die quasi das Shop-in-Shop-Prinzip, was eigentlich sehr hässlich ist, ja, so integriert, dass man in einem Waffengeschäft ausgeflippte Mode kaufen, kann die ich mir dann wiederum sympathisch. Ich überlege gerade, war das Tilly Deluxe? Tilly Deluxe, genau. Ja, ja, das sagt mir auch was. Okay, auch nicht schlecht, zum Wohl. Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind sehr häufig in Heidelberg und Sie waren auch schon in den unterschiedlichsten Veranstaltungsstätten hier im Deutsch-Amerikanischen Institut, im Karlstorbahnhof, in der Stadtbücherei, in den Breidenbach-Studios, was habe ich mir noch aufgeschrieben, im Tankturm waren Sie auch schon. Können Sie diese ganzen Orte überhaupt noch auseinanderhalten? Sie sind ja auch in ganz Deutschland sehr viel unterwegs. Ach doch, also es ist jetzt ja nicht so, dass ich wie eine amerikanische Rockband da durch Europa toure und den Unterschied zwischen Oslo, Rom und Heidelberg nicht mehr auf die Reihe bekomme. Außerdem, Heidelberg ist natürlich, Sie hören es ja mal im Dialekt, denn ich bin ja Schwabe. Also das ist für mich ja auch schon fast heimatliches Gefilde. Ich bin gerne in Heidelberg. Es gibt so ein paar Sachen, die mir viel bedeuten. Zum Beispiel das Apothekenmuseum. Aha. Das ist eine der verkannten, ja, finde ich, Städten. Wirklich eine Zeitmaschine und wenn man eine Ader zum Schreiben hat, im Grunde so eine Zeitmaschine. Also das schreit ja förmlich nach historischen Romanen. Wenn Sie sagen, es gibt viele Dinge, die Ihnen hier, oder einige Dinge, die Ihnen hier viel bedeuten in Heidelberg, was gehört denn noch dazu? Naja, an der Uni kommt natürlich auch niemand vorbei. Und ich habe durchaus auch ein Faible für die Kneipenszene hier. Ja. Ich habe zwar in Tübingen studiert, aber nicht ganz freiwillig. Heidelberg war von diesen gottverdammten Medizinern in Beschlag genommen. Ja. Heute sind es die Junggesellenabschiede aus dem Odenwald häufig, die am Wochenende in der unteren Straße ihr Unwesen treiben. Das ist mir bislang noch erspart geblieben. Zum Glück. Danke. Wie wir gerade schon gesagt haben, sind Sie ja sehr viel unterwegs und kommen auch, glaube ich, häufig mit dem Zug.
Und Sie sind ja auch Ästhet. Daran, weil mein Auto dauernd kaputt ist. Was haben Sie denn für ein Auto? Ich habe einen uralten, also im Moment habe ich gar keins, weil er an Silvester endgültig liegen geblieben ist. Aber nach 330.000 Kilometern darf man sich nicht beklagen. Jetzt habe ich mir einen neuen alten gekauft und der ist in der Werkstatt, wie es sich gehört, in alten Jaguar. Ah, okay. Aber in der Werkstatt steht er gut. Dann nehmen Sie lieber den Zug. Genau. Und Sie leben ja in Köln. Und wenn man in Köln aus dem Hauptbahnhof rauskommt, steht links gleich der Dom. In Heidelberg nicht. Nein? Also Bahnhofskapellchen. Von Dom ist keine Rede. Ach so, na gut. Aber in Heidelberg steht gar nichts. Da steht auch keine Kirche. Worauf ich hinaus will, ist, wie finden Sie denn begrüßt Heidelberg seine Besucher? Sie sind ja ein ästhetisch denkender Geist. Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie da rauskommen aus dem Bahnhofsgebäude? Naja, da wird man natürlich schon mal geohrfeigt. Ja. Links und rechts ein Baggener. Ja. Der Charme von Heidelberg ist ein Charme, den man sich erobern muss. Mhm. Ich meine, wenn man überlegt, wie die Stadt im 19. Jahrhundert auf durchreisende Amerikaner zum Beispiel gewirkt haben muss, dann erschrickt man schon was. Es ist so viel Geld da in Heidelberg, aber so wenig Wille zur ästhetischen Verschönerung, da müsste man natürlich mal ein bisschen aktiv werden. Mhm. Könnten Sie sich denn vorstellen, in Heidelberg zu leben? Klar, das kann ich mir nur nicht leisten. Das ist ein sehr wahres Wort, Herr Scheck, ein sehr wahres Wort. Was unterscheidet denn das Heidelberger Publikum von, sagen wir mal, dem Berliner Publikum? Naja, also meine Erfahrungen beziehen sich jetzt auf literarische Veranstaltungen, das will ich also nicht generalisieren, aber grob gesprochen, in Heidelberg haben Sie ein relativ kosmopolitisches Publikum, ein sehr gebildetes Publikum, das ist natürlich die Uni und die Ausstrahlung und es ist das Heidelberger Bürgertum. In Berlin ist es so, dass die Hälfte des Publikums aus Menschen besteht, die die Menschen auf dem Podium anschauen und sich überlegen, warum sitzen die da und nicht wir. Mhm. Da muss man also durch Kampf zum Spiel finden. Während der Goodwill, der Ihnen in Heidelberg, wenn Sie mit Literatur zu tun haben, entgegenschlägt, dann doch mit Händen zu greifen ist und man sich nicht sozusagen erst durch die Blutgrätsche in Erinnerung rufen muss. Okay, ja. Okay. Heidelberger sind auch sehr große Fans von öffentlichen Bücherregalen. Das gibt es bei uns mittlerweile fast in jedem Stadtteil. Was halten Sie denn von diesem Trend, öffentlich Regale aufzustellen, in denen man dann alle möglichen Bücher reinstellt? Naja, das hat immer irgendwas auch von Bücheraussetzen oder irgendwie sowas. Tatsächlich finde ich es aber ganz gut, ja. Ich sehe das mit gemischten Gefühlen dennoch, weil es ist eigentlich eine Konkurrenz für den Buchhandel. Es hat so etwas damit zu tun, dass man die Wertigkeit eines Buches natürlich dadurch auch untergräbt. Andererseits, dieses... Steht da eh nur Konsalik und Uta Danella. Ja, ich habe selten die Zeit, dass ich da die Reihen durchgehe. Ich finde es trotzdem eigentlich genauso, wie man Lebensmittel natürlich nicht wegwerfen soll, habe ich damit keine Probleme mit diese Bookcrossing-Sachen. Hauptsache Literatur ist überhaupt präsent im Leben. Was mich ein bisschen mehr mit Sorge erfüllt ist, wenn man in Deutschland in einen Zug geht und von der zweiten Klasse in die erste Klasse wechselt, dann verschwinden zwei Dinge. Frauen, jedenfalls von Montag bis Freitag, weil unter den Geschäftsreisenden ganz wenig Frauen sind, jedenfalls Geschäftsreisende, die in der ersten Klasse sind, und Bücher. Und da gibt es einen Zusammenhang und den kann ich nicht gut finden. Und also ist auch was, daher rührt auch ein gewisses politisches Engagement. Also Sie meinen, in der ersten Reihe findet man dann nur noch Laptops oder Akten, keine Bücher mehr? Leider, so ist es. Also ich reise ja sehr viel mit der Bahn und es ist erschreckend, wie wenig in der ersten Klasse außer Zeitung gelesen wird. Da sind wir auch beim Thema meiner nächsten Frage. Sie moderieren inzwischen 3 Fernsehsendungen, wenn ich richtig informiert bin. Sie geben ständig, wie jetzt gerade, Interviews, haben auch viele weitere Nebenprojekte und lesen über 150 Bücher im Monat. Gibt es so eine Art... Im Jahr. Ach so, kein im Jahr. Mensch wird jemals Ach, im 150 Jahr. Bücher im Monat lesen. Ach, im Jahr. Ich dachte schon. Dann habe ich bei meiner Recherche einen ganz entscheidenden Fehler begangen. Okay, im Jahr. Na, dann entspannt sich das Ganze. Also aber 150 im Monat, das finde ich charmant. Das wären also 5 am Tag. Ja, das wäre doch ein bisschen zu viel. Sie haben recht. Aber trotzdem, wenn man 150 im Jahr rechnet, summiert sich es auf... 2-3 die Woche. Genau, auch viel. Deshalb meine Frage, gibt es so eine Art Scheck'sche Relativitätstheorie, die besagt, dass man in einem Tag 48 Stunden lang arbeiten kann? Nein, aber ich habe mir angewöhnt, an Orten zu lesen, wo andere Menschen oft nicht lesen.
wo man mich warten lässt. Also natürlich im Zug sowieso, aber ich war zum Beispiel gerade eben noch in der Sauna und ich lese sehr gerne in der Sauna. Das ist, wie ich mir habe erzählen lassen, eine Angewohnheit, die ich mit Alexander Kluge teile und ich habe mich mal mit ihm darüber ausgetauscht. Es ist sehr schön, dass das Buch 2 Stunden, nachdem man die Sauna längst verlassen hat, immer noch ein bisschen warm ist, weil sich so ein Buchblock, ja, Holz natürlich aufheizt. Das ist gerade im Winter angenehm. So, also da muss man eben ein bisschen seine Zeit einteilen. Aber ich lese offen gestanden ja gerne und weil ich ja meistens dieses Privileg habe, ich sogar ganz tolle Sachen lesen darf. Deshalb macht mir, das ist nicht der Teil, der mir Sorge macht. Das Problem ist, dass ich als Literaturkritiker, selbst wenn man im Fernsehen arbeitet, ja meistens gar nicht sehr, sehr fürs Lesen bezahlt werde, sondern fürs Schreiben. Mhm. Und das Schreiben auch noch unterzubringen, das ist die große Kunst. Okay, okay. Kennen Sie das, man liest ja oft Bücher, die gehen ganz okay los und dann werden sie langweiliger, aber so allmählich, dass man es nicht so richtig merkt und plötzlich ist man auf Seite 140 und denkt, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr, das wegzulegen. Wie gehen Sie in so einem Fall vor? Naja, also tatsächlich habe ich gar keine Probleme damit, Bücher wegzulegen. Ich bin nicht irgendwie von diesem kindlichen Virus besessen, dass ich ein Buch, das ich angefangen habe, auch zu Ende lesen muss. Wenn mich ein Buch aus irgendwelchen Gründen enttäuscht, langweilt, dann breche ich gerne auch die Lektüre ab. Manchmal ist es auf der ersten Seite der Fall. Manchmal reicht mir schon, den Autorennamen zu erblicken. Sie glauben doch nicht, dass ich nach den Erfahrungen, die ich machen durfte, freiwillig noch ein Buch von Paulo Coelho, Sebastian Fitzek oder Susanne Fröhlich lesen würde. Nein, das mache ich ausschließlich, weil ich von den Medien dafür säckeweise Geld bekomme. Mhm. Und selbst mit diesem Honorar im Sinn fällt es mir schwer, diese Lektüren dann fortzusetzen. Was war denn das schlechteste Buch, das Sie dieses Jahr bisher gelesen haben? Oh, das Jahr ist ja noch sehr, sehr jung. Was war das schlechteste Buch? Oder waren sie alle so gut? Nein, nein, nein. Ich glaube, es ist doch dieses unsägliche Sachbuch von einem Herrn Wisniewski, Gerhard Wisniewski gewesen, vertuscht, unterdrückt, 2018 aus dem Grob Verlag. Eine Bibel der Doofheit, der Paranoia, der Freimaurer, Verschwörungstheorien, also wo Emmanuel Macron angeblich Sadomaso Partys im Louvre feiert oder sowas. Also sowas richtig Durchgeknalltes. Früher hätte er auch irgendwas über schwarzen Männer und die Kennedy-Ermordung geschrieben. Sowas verdirbt schon die Laune und zwar, weil man denkt, Menschenskinder gibt es seit dem 18. Jahrhundert, so gar keinen gesellschaftlichen Fortschritt kann man wirklich mit den gleichen Jahrmarkttricks auch im 21. Jahrhundert noch Menschen manipulieren. Das ist ein bisschen, ja... Das bläst einem den Schaum von der Lebensfreude seines Bieres. Das war jetzt ein Sachbuch, was besonders doof ist, aber auch bei Romanen, werden Sie denn richtig wütend, auch wenn Sie ein schlechtes Buch lesen? Also verdirbt Ihnen das so richtig die Laune? Ja, aber offen gestanden, was einem die Laune verdirbt, ist ja, wenn man etwas mit großer Begeisterung angefangen hat und denkt, ja, das wird groß und das wird schön und das wird fantastisch. Und dann nimmt der Autor, die Autorin eine Wendung, eine Kehre, schlägt eine Richtung ein, wo er sozusagen verdirbt. Das ist gemein. Ich traure immer noch ein bisschen darum, dass J.K. Rowling, eine Autorin, die ich bewundere, ihre Helden nicht mit voller Konsequenz hat altern lassen. Dass Harry Potter mit anderen Worten nur in so einem Jugendbuch-Sinne gealtert ist. Also ich hätte gerne Harry Potter wirklich als Erwachsenenliteratur enden gesehen. Also so, dass Harry Potter ein bisschen im Bereich von Bret Easton Ellis ankommt. Ja? Ich hätte gerne Harry Potter, der Sex, die Drogen, das große nihilistische Leere, Berlin, ja, der David Bowie-Moment von Harry Potter erlebt. Da ist, glaube ich, noch eine Möglichkeit ungeborgen. Und auch Ihre Nachschrift hat es nicht erfüllt, also das Theaterstück. Sie kritisieren ja sehr ehrlich und dann eben zum Teil auch sehr vernichtend. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie private Begegnungen mit den Autoren jener Bücher, die Sie besonders harsch kritisieren, durchaus vermeiden. Was machen Sie denn aber, wenn Sie plötzlich bei irgendeiner beispielsweise Preisverleihung am Buffet neben Paulo Coelho stehen? Das ist schon vorgekommen. Ich vermeide das gar nicht. Nur, nicht missverstanden zu werden,
Ich kann es keinem Autor nachtragen, wenn er sauer auf mich ist. Das verstehe ich sehr gut. Verstehen Sie, ich richte mich ja mit meiner Kritik nicht an die Autoren, sondern ans Publikum, an die Leserinnen und Leser. Aber der Autor hat jedes Recht der Welt, sauer auf einen Kritiker zu sein, der sein jüngstes Werk nun mies findet. Ja? Das heißt, ich erwarte nicht von Autoren geliebt zu werden. Das muss man, wenn man diesen Beruf ergreift, einfach wissen, dass es da Momente der Reibung und der Spannung gibt. Jetzt gibt es Menschen, die können das. Jussi Adler-Olsen ist da wunderbar zum Beispiel. Wir haben uns bei einem Frühstücksbuffet in einem Frankfurter Hotel auf der Buchmesse mal sehr nett getroffen und gesagt, wir machen das einfach weiter. Ich verreise seine Bücher und er steht dafür auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das hat er lachend angenommen. So. Also man muss eben auch solche Begegnungen ein bisschen mit Ironie sozusagen auf den Teppich der Realität zurückholen. Reden wir auch mal über gute Bücher. Ich persönlich mag Kafka sehr, seit einigen Jahren. Nicht besonders originell, aber dennoch wahr. Was mir aber unheimlich schwerfällt, ist diese Wirkung, die seine Literatur auf mich hat, oder auch nur, warum ich das so faszinierend finde, zu beschreiben. Haben Sie einen Tipp für mich, wenn ich Freunden versuche, Kafka nahezulegen? Was könnte ich denn sagen? Kafka ist einer jener ganz wenigen Autoren, die unsere Sicht auf die Welt verändern, indem sie uns in einem existenziellen Maße verändern. Niemand ist vor Lektüre von Kafka dasselbe wie nach der Lektüre. Man könnte auch sagen, Kafka verändert unseren Kompass. Ost und West und Süd und Nord ist anders nach der Kafka-Lektüre. Wir werden eine Begegnung mit der Bürokratie, mit jeder Art von ja, existenziellem gewogen werden, geprüft werden, mit Kafka anders empfinden als ohne Kafka. Also Kafka ist wirklich ein Autor, der auch mich verändert hat. Ich muss sagen, ich habe erst durch die wahnsinnig tolle Kafka-Biografie von dem Rainer Schwach diesen Autor für mich richtig neu entdeckt. Die Schule hat mir den ziemlich verleidet. Ich hatte absurde Ideen, die alle vollkommen unwahr waren über Kafka. Und erst der Stach hat mir einen neuen Blick auf den eröffnet. Herr Scheck, konnten Sie eigentlich schon immer so druckreif sprechen? Ich kann bis heute nicht druckreif sprechen. Wenn Sie unser Gespräch jetzt die Mühe sich unterziehen würde, das abzutippen, würde Ihnen auffallen, dass jeder meiner Sätze oder jeder zweite meiner Sätze unbeendet bleibt, dass ich die Kurve nicht kriege, dass da irgendwelche Satzglieder nicht ganz zusammenpassen. Nein, um Gottes Willen. Aber wissen Sie, ich habe ja angefangen mit Übersetzen. Und das literarische Übersetzen, ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich so mit 13, 14 an einen Stammtisch literarische Übersetzer geriet und das waren alles Helden. Die unbesungenen Helden des Literaturbetriebs. Der eine übersetzte Jack Kerouac und John Irving, der andere Thor Heyerdahl, die nächste Dostoevsky, der andere Samuel Beckett oder Wladimir Nabokov. Und diese Menschen haben mich ein bisschen als Maskottchen adoptiert und die haben mich sehr geprägt. Und von denen das größte Glück meines Lebens bestand in einer Begegnung mit der Übersetzerin von Donald Duck, Dr. Erika Fuchs. Und die hatte so eine hinreißende Sprache, weil die aus Belgard an der Persante kam. Und sowas leitet einen natürlich dann ein bisschen dazu an, den eigenen Wortschatz ein bisschen zu erweitern. Aber ich denke immer, ich spreche eigentlich wie der Mann auf der Straße. Also ich sehe keinen Unterschied zwischen meiner Art zu reden und anderen. Vielleicht der Mann auf der Heidelberger Straße zumindest. Vielleicht das, ja, oder der Mann auf der Stuttgarter Straße. Ja. Wenn wir jetzt mal hochrechnen, 150 Bücher nicht im Monat, sondern im Jahr, dann komme ich so, sagen wir mal, den Schnitt haben Sie seit Sie 20 Jahre alt sind, dann kommt Nein, langsam. Also den habe ich, seit ich als Kritiker im Fernsehen agiere und fürs Fernsehen diese blödsinnige Idee hatte, die Spiegel-Bestsellerliste Monat zu besprechen. Und ich habe das bei der Konzeption der Sendung eben festgelegt, weil ich auf diese Weise die Narreteien des Populismus in der Sendung reflektieren kann, dann aber mit den Autoren rede, die ich für wirklich wichtig halte. Das war also eine Konzession an die Redaktion des Fernsehens. Ich ahnte aber nicht, dass ich mich dadurch selbst dazu verurteile, für die nächsten 15 Jahre den Schwachsinn dieser Bestsellerlisten zu lesen, in denen halt lediglich der kleinste gemeinsame Nenner des literarischen Massengeschmacks, nicht das Beste, sondern das meistverkaufte, sich abspielt. Und Sie können ja ein Gedankenexperiment machen.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine der 10 meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu sich nehmen. Kein Spaß. Das ist völlig ungenießbare Autobahnraststättenmampf. Ja, McDoof lässt grüßen. Ja. Sie haben es ja angesprochen, Sie kommen vom Übersetzen her und Sie haben über Ihre Jahre als Übersetzer mal den sehr schönen Satz gesagt: Ich kam mir immer vor wie der letzte Pony-Express-Reiter dieser Welt, der quasi auf einem toten Gaul und selber halbtot ins Ziel sinkt. Was bedeutet das? Übersetzen ist kein Zuschauersport. Literarisches Übersetzen ist für unsere Seele auch nicht wirklich zuträglich, weil literarisches Übersetzen bedeutet, dass Sie eine Vorlage haben. Und wenn Sie sehr, sehr gut sind und asketisch wie ein Mönch und sehr diszipliniert, dann erreichen Sie diese Vorlage 99,9%. Aber es bleibt immer ein Rest. Sie springen immer zu tief. Und das ist auf die Dauer eine extrem frustrierende Tätigkeit. Sie sind, verstehen Sie, beim eigenen Schreiben, da haben Sie, wenn Sie Glück haben oder wenn Sie einen sehr niedrigen Maßstab an sich legen, haben Sie öfters Momente, wo Sie sagen, Mensch, das ist jetzt aber richtig lustig, das ist klasse, das ist ironisch, der Text ist super, prima. Das haben Sie beim Übersetzen nie, sondern beim Übersetzen, jedenfalls so ging es mir, neigen sich Ihre Mundwinkel immer nach unten. Sie sind immer unzufrieden. Ja? Das heißt, das muss man auch wissen, wenn man sich auf diese Tätigkeit einlässt. Da gibt es natürlich zen-artige Übungen, um damit zu Rande zu kommen. Aber mir ist natürlich offen gestanden auch das Leben des Literaturkritikers unter anderem deshalb lieber, weil ich eben öfters das Gefühl, übrigens je älter ich werde, umso mehr, das war am Anfang überhaupt nicht der Fall, wo ich mich ebenfalls in einem Zustand permanenter Überforderung sah, öfters das Gefühl habe, ja doch, dem bist du jetzt einigermaßen gerecht geworden. Okay, jetzt haben Sie sehr viele Bücher in Ihrem Leben gelesen, besonders durch die Tätigkeit als Kritiker, dann eben auf die 150 pro Jahr. Könnte man sagen, Sie sind vielleicht der belesenste lebende Deutsche? Oh nein, das könnte man absolut nicht sagen, Entschuldigung. Also es ist ein großes Missverständnis. Sehen Sie, es gibt den Germanisten Schöne beispielsweise in Göttingen oder so jemand. Die sind aber nicht so breit aufgestellt wie Sie. Die lesen ja nicht den Schrott von der Bestsellerliste. Es gibt einen wunderbaren Tübinger Kritiker und Literaturhistoriker, den Rolf Vollmann, der Autor von Das Tolle neben dem Schönen, einem wunderbaren Jean-Paul-Buch oder dem Roman Verführer oder. Der ist unglaublich belesen. Ja. Ich bin da ein reiner Oberflächenartist. Nein. Also das, da habe ich auch offen gestanden, wissen Sie, ich glaube ja, Gastro-Kritiker und Köche, die sind ja auch nicht dafür, dass immer mehr gegessen wird, sondern die wollen ja eigentlich nur, dass besser gegessen wird. Das heißt, ich würde viel lieber, also mein Claim to Fame, wenn das so wäre, ich möchte, dass ich Texte besonders gut durchdringe, besonders scharfsinnig analysieren kann. Aber ich möchte nicht das Kind sein, das am meisten Negerküsse verzehrt im Jahr. Also das ist überhaupt nichts, wohin meine Ambition geht. Okay. Herr Scheck, ich habe Ihnen jetzt mindestens 3 Fragen gestellt. Die haben Sie wahrscheinlich schon 50 oder 100 Mal vorher beantwortet. Wie halten Sie das eigentlich aus? Es gibt ja so ein paar Interviewfragen, die kommen bestimmt jede Woche. Wie schaffen Sie das, da immer doch noch wieder eine Antwort zu geben? Naja, das ist ganz einfach. Wir werden ja in unserem Alltag auch immer mal wieder Dinge gefragt, die wir schon öfters gefragt wurden, zum Beispiel, liebst du mich? Ja, und wir funktionieren in unserem Alltag nur, wenn wir diese Frage jedes Mal sehr ernst nehmen. Und wehe dem, der hinter die Mechanismen solcher Fragen schaut und wenn seine Mutter oder seine Lebensgefährtin oder sein Lebensgefährtin fragt, liebst du mich, eventuell auf die Idee kommt, sowas mit Ironie zu beantworten. Oder geht gar nicht. Das sollte man nicht tun. Sollte man vermeiden. Veranstalter schreiben gerne, ihre Auftritte seien Kult. Verstehen Sie, was die meinen? Ich verstehe, dass sich darin der Wunsch äußert, zu definieren, warum eigentlich etwas, was gar nicht bühnenfähig scheint, Literaturkritik, irgendwie doch Leute anzieht oder Leute anziehen soll. Also der Wunsch der Veranstalter äußert sich darin. Die Vokabel ist so abgeschliffen wie andere Vokabeln, cool oder sowas, oder hip oder so. Ja, ein sinnfreies Phonem.
Okay, Herr Scheck, vielen Dank für den Moment. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein kleines Geschenk für Sie, nämlich einen interessanten Fakt. Und zwar, wenn Sie von Ihrem Heimatdorf Pretzenacker zu Fuß... Wenige wissen, wie mein Heimatdorf heißt. Sie wissen es. Das ist nötig. Pretzenacker war richtig. Gut, war richtig. Wunderbar. Von also, ich bin da nur 6 Jahre gefangen gehalten worden. Natürlich, Sie sind in Stuttgart geboren und dann auch ab. Ich war nicht freiwillig in Pretzenacker. Ja, das möchte auch, glaube ich, keiner sein. Also wenn Sie aber von diesem Pretzenacker nun zu Fuß nach Köln gingen, dann wären das genau 333 Kilometer und Sie bräuchten dafür 69 Stunden. Ist das nicht ein interessanter Fakt? Ich bräuchte, garantiere ich Ihnen, weniger, weil ich die Beine in die Hand nehme, um von diesem Scheißkaff wegzukommen. Vielen Dank. Selbstverständlich. Dankeschön, Herr Scheck. Danke Ihnen. Danke Ihnen, Herr Dankeschön. Das war lustig.